Heute der Ausnahmemusiker Francis Norman bei mir zu Gast. Er spielt Bratsche. Herzlich willkommen. Danke. Schön, dass du da bist. Ja, du hast deine Bratsche direkt mitgebracht. Erzähl doch mal kurz was zu deinem Equipment. Du hast jetzt hier so einen ganz besonderen Looper oder wie nennt man den? Loopstation. Genau. Erzähl mal da was drüber. Also zunächst das wichtigste Equipment ist ja meine Bratsche und vielleicht noch ein Bogen dazu. Und ja, ich habe einen Freund, mit dem ich auch unter anderem eine Tour durch China gespielt habe, Stefan Honig, ein Gitarrist, und der hat auch so eine Loopstation oft genutzt in seinen Songs. Und ich war da immer sehr fasziniert von, weil man einfach verschiedene Stimmen übereinander spielen kann. Hab mir jetzt kürzlich so ein Ding angeschafft und werde euch heute mal die Premiere hier bieten. Sehr gut, klasse. Du machst ein Ghana-Projekt, ne? Also du, deine Familie kommt ursprünglich aus Ghana? Genau, mein Vater, also väterlicherseits die Familie kommt aus Ghana. Mein Vater wohnt in Hamburg jetzt aber ich habe noch sehr viel Onkel, Tanten, Verwandte, bekannte Freunde in Ghana. Ich bin jetzt seit 6 Jahren, fliege ich jedes Jahr regelmäßig dahin. Habe seit 3 Jahren auch so Kontakt zu einer Hilfsorganisation vor Ort, mit der ich eng zusammenarbeite. Und ich war halt das erste Mal da und es hat mich so begeistert, das Land überhaupt, einfach ist eine ganz andere Kultur. Wenn du da hinkommst, dann siehst du Sachen, wo du hier in Deutschland denken würdest, das ist aber irgendwie, wie können die Leute denn trotzdem so gut drauf sein? Und das finde ich einfach großartig und das zieht mich halt jedes Jahr wieder dahin. Und natürlich dann die Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation ist dann auch klasse, da kann man dann dann konkret an Projekten arbeiten, dann sowohl im Bereich Schulbildung als auch medizinische Ausbildung, dann die Bevölkerung zum einen aufklären und zum anderen auch unterstützen. Wir möchten natürlich auch was hören, nicht nur über deine Musik reden, sondern auch mal diese Loopstation einfach mal in Aktion mitkriegen und leg doch einfach mal los. Super, klasse, perfekt. Also zwischendurch habe ich echt gedacht, so das Orchester mit Harfe eventuell und allen möglichen Streichern abgefahren. Wirklich super, das klingt wirklich toll. Danke. Jetzt hast du noch was in Planung und zwar ein großes Event hier in Mönchengladbach. Also es ist ein Benefizkonzert, findet in der Gesamtschule Volksgarten in Mönchengladbach statt. Am 2. Dezember um 11 Uhr, das ist ein Sonntag, also 11 bis 13 Uhr ist eigentlich gar nicht so die normale Konzertzeit für so, sage ich mal, moderne Musiker wie mich. Aber wir haben uns halt für das Datum entschieden, weil das zum einen, weil da wahrscheinlich viele Leute frei haben. Es liegt genau in der Adventszeit, ist natürlich auch der Grund ausschlaggebend. Also wie ich schon gesagt habe, Benefizkonzert, da geht es also darum, Geld zu sammeln für eine Hilfsorganisation in Ghana, von der ich auch eben schon berichtet habe. Wie heißt die? Genau. Die heißt Medicine on the Move, findet man also auch im Internet www.medicineonthemove.org. Alles zusammengeschrieben. Mhm. Diese Organisation, der Hauptbestandteil deren Arbeit besteht darin, halt Hilfsgüter, sowohl medizinisch als auch Versorgungsartikel, in abgelegene Gebiete in Ghana zu transportieren. Das heißt, die Menschen dort haben keinen Zugang oftmals zu, sei es jetzt Verbandsmaterial, Spritzen, Infusionen und Sachen. Und natürlich gibt es da auch Krankheiten. Und die haben sich halt zur Aufgabe gemacht, in solche Gebiete zu reisen, die Menschen dort zu unterstützen. Das machen sie sowohl mit kleinen Flugzeugen. Und zwar haben die einen eigenen, auch einen Flugplatz, womit sie dann in andere Gebiete fliegen und dort dann, wenn man da zum Beispiel landen kann, die Leute unterstützen. Das reduziert natürlich die Anreisekosten ungemein. Alternativ machen sie das dann auch über den Boden. Und das ist natürlich für mich besonders faszinierend und begeisternd, weil ich selber auch Flieger bin, Segelflug und Motorflug mache ich. Und da ist das also die ideale Hilfsorganisation, die ich da gerne mit unterstütze. Und jetzt bei unserem Konzert wird es dann halt so sein, dass wir verschiedene Acts haben, die da auftreten. Also, ich werde da nicht alleine auftreten, sondern zum einen gibt es eine schöne Darbietung von der Schule, auf die ich mich schon sehr freue. Außerdem
werde ich mit einem Freund zusammen, der mich auch nächstes Jahr nach Ghana begleiten wird, eine Live-Performance-Show starten. Der ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt aus dem RTL Supertalent vom letzten Jahr. Er war da mit so einem Auto, was mit ganz vielen Trommeln behangen war, unterwegs und hat das da präsentiert. Und das werden wir da auch machen. Ich werde auf der Bratsche spielen. Weiterhin gibt es noch eine großartige Band aus Arnheim, die sich Nola nennt. Findet man auch im Internet viele Informationen darüber. Es ist eine Newcomer-Popband, die eine Sängerin haben und klassische Bandbesetzung. Da werden wir jetzt kurz mal reinschauen. Wir haben ein kurzes Video. Butterfly Nola. Wie bereitet man sich denn auf so ein Konzert vor? Also was gibt es da für organisatorische Geschichten? Sehr, sehr viel. Ja, was jetzt im Moment meine Aufgaben sind, ich bin dabei, eine Charity-Platte zu erstellen. Also die Aufnahmen sind fertig, ja, Master ist fertig und alles. Und jetzt bin ich gerade mit den GEMA-Rechten dran, die durchzukriegen. So, also es sind zum einen Jazz- und auch Popularmusik-Aufnahmen von mir an der Geige mit einem Pianisten zusammen. Die möchte ich gerne bei dieser Veranstaltung verkaufen. Das ist viel Aufwand. Du hast noch einen zweiten Song mitgebracht, dazu brauchst du die Gitarre, ne? Also zwei Seiten mehr quasi. Genau, zwei Seiten mehr. Dann wollen wir da auch noch mal reinhören. Ich glaube, da wird es ein bisschen bluesig. Das kann man so sagen. Du hast ja deine Gitarre schon stehen. Ja, ich habe die mal. Ich guck mal, was ich da machen lässt. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid bei der schönen Musik, am 2.12. ist das Konzert, ne, in der Gesamtschule Volksgarten. Kommt da einfach mal vorbei. Ich bedanke mich, dass du hier warst, war super. Sehr gerne. Und vielen Dank für deine Musik. Und wir sehen uns hier nächste Woche, wie gewohnt, bei Backstage.